Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder an unserer Basisstation. Ich hatte hier, glaube ich, noch die Kohlenstoff da dran gemacht, damit das läuft. Wir waren ja hier mit dem Trecker dahin angekommen und müssen den abladen, denke ich mal. Schauen, was da ist. Warte mal, hier oben. Was sind das Rote? Eine Forschungsprobe. Und da können wir doch ein Solarpanel da einstellen. Das heißt, da hinten ist der Forscher. Gut, dann gehen wir den mal da hinbringen, weil da bringt der oben nichts, sondern der bringt nur hier was. Und dann müssen wir da oben noch ein weiteres Solarpanel positionieren. Das geht da nämlich. Und das haben wir ja hier. Und dann kriegen wir auch den Akku da wieder vielleicht schneller voll. So, was haben wir noch? Generator. An dem Trecker ist, sag schon, hier vorne ein Solarpanel. Und den Schwefel brauchen wir da auch nicht. Können wir hier reinstecken. Ich glaube, das lassen wir so. Das läuft alles. Warte mal, hier hinten war dieses Teil hier, was wir gebaut haben, was nicht zu gebrauchen war. Das würde ich da mal wegstellen und mal hier hinten irgendwo mehr hinbringen. Glaube, das bringt hier mehr, oder? Schmeiß mal da ein. So, dann können wir das hier auch noch anschließen. So. Und hier oben ist noch ein Panel. Ja, da guckt auch noch so ein grüner. Roter. Ja, komm, machen wir mit dem nach da. Das heißt, das können wir jetzt auch nutzen. Ist zwar schon ein bisschen kaputt, aber es funktioniert ja. Und hier, wo der Sauerstoffmacher drauf ist, das Teil ist komplett Schrott, ne? Ja, leider. Das können wir auch nicht aufnehmen, ne? Gut, läuft soweit. Für den Trecker brauchen wir jetzt erstmal zwei Lager. Das können wir doch hier unten bestimmt an diesem, sag schon, Drucker machen, ne? Traktor. Brauchen wir nicht. Hänger brauchen wir auch nicht mehr. Feststoffdüse, Verpacker, kleiner Kanister, Arbeitslicht, Blutlicht, Dynamit, Sauerstoffmacher, mittlerer Schredder, mittlerer Ressourcenkanister, Stromverlängerung, Verteiler, Generator, Solarpanel, rotes Blatt. Da ist es. Brauchen wir Harz für. Harz war aber ganz einfach hier über uns und ich habe schon wieder euch nicht auf ein Großbild geholt. Sorry, Leute. Ja, ist noch gerade zu verkraften, denke ich, 2 Minuten. Ne? Hab da aber alles mitgekriegt, was ich gemacht habe, oder? Ja, wir brauchen Harz. Und das findet man hier. Oh, hier sind wir auch an der Pipeline mit Sauerstoff. Das ist gut. Da ist auch Harz. Ich habe wahrscheinlich den Rucksack nicht. Ach komm, wir können schon mal zurückgehen. Ich habe den Rucksack nicht leer gemacht. Aber warte mal, dann können wir auch hier leer machen. Da ist ja Platz. Schrott können wir da drauf laden. Das ist schon mal gut. Dynamit, obwohl ich den. Na, lass mal da. Den will ich mitnehmen, weil ich möchte ja irgendwo so einen Kanister da aufmachen. Ne? Ach, hier oben das Teil, das können wir wegtun. Die Stromverlängerung. Und das ist Wolfram, brauchen wir auch nicht. Den leg ich mal hoch und dann haben wir 4 Plätze. Das heißt 2 Lager. Gut, jetzt gehen wir hier wieder wegen Sauerstoff hin und buddeln da noch mal ein bisschen weiter, wenn es geht. Das macht erstmal hier einen guten Eindruck. Zweimal. Dreimal. Hier ist nichts mehr, da soll noch was sein. Muss irgendwo noch was sein. Ja. Okay. Ah, da ist noch was. Einmal müssen wir noch. Haben wir jetzt 4? Ja. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass sie nicht reinfallen und dann zum Drucker da unten hin. Ne? Und der ist schon ausgewählt, oder? Haben wir schon gemacht. Q. Ja, super, hat gut geklappt, daneben zu schmeißen. So, auch der produziert noch gar nicht.
Dann machen wir den Knopf hier rein, damit wir gleich auch das zweite produzieren. Das haben wir, der geht aber auch schon schnell. Dann einmal fertigstellen, das ist ja jetzt sofort getan. Ja, den können wir hier reinmachen. Den machen wir da rein und den machen wir da rein. Er läuft gleich weiter und wir bringen das gerade da hinten hin und bauen es dann auf den Trecker. So, kurz einmal hier ausgepackt. Dann da drauf gesetzt und flach gemacht, damit wir sehen, was wir haben. So, der zweite sollte schon fertig sein, oder? Yep. Einmal wieder zurück zum Trecker. Und rausgeholt, hingesetzt, ausgepackt, geschlossen, aufgetan und flachgelegt. So, das passt erstmal alles, oder? Das macht schon mal keinen schlechten Eindruck jetzt hier. Die Forschungsdinger haben hier genug zu tun. Was haben wir denn auf der anderen Seite von dem Teil? Achso, da ist Stromaggregat, welches mit Kohlenstoff betrieben werden müsste. Jetzt ist der natürlich unterwegs mit Solarenergie. Solarpanels sind auch noch aufgeklappt, das heißt, es geht erstmal noch. Dann würde ich das jetzt nicht machen wollen, dass ich den da reinbaue, weil würde ich jetzt erst die Batterien nutzen. Gut, hier ist auch noch ein Solarpanel, ne? Dass das da drin ist, macht eigentlich keinen Sinn, oder? Weil da bringt es uns keinen Strom. Können wir das hier oben noch irgendwo hinbauen? Ist hier irgendwo noch ein Platz frei? Eigentlich hier, ne? Weil diese Lampe, die bringt uns jetzt nicht so viel da, oder? Wo können wir die Lampe hinsetzen? Ja, jetzt ist kein Strom mehr da. Jetzt macht es Sinn, hier Kohlenstoff drauf zu machen. Hier können wir die Lampe hinsetzen, oder? So, jetzt können wir wieder Strom machen. Ja, hier ist ein bisschen Licht. Ganz angenehm. Okay, das bedeutet, Batterien werden geladen. Das ist auch gut, weil wir jetzt gerade unten Sonnenuntergang wohl haben. Jetzt ist nur die Frage, was wir mit der angebrochenen Zeit machen. Wir haben hier so einen schicken Trecker. Und da würde ich jetzt sagen, gehen wir da mal rein und schauen zu, dass wir vielleicht... Jetzt geht hier irgendwie was an mit meinem tollen Fernseher. Wie kriege ich das denn jetzt weg, dass er das nicht macht? Sorry. Kleine Unterbrechung. Akku ist genug dran, naja. Achso, wir sind von da gekommen. Da sind wir reingefahren und dann müssen wir mal gucken, ob wir da mit dem Trecker auch rein können. Weil hier drunter waren ja irgendwelche Teile, die wir einsammeln können, was eine Aufgabe war, ne? Schauen wir doch mal, oder? Sind wir hier links reingefahren. So ein bisschen Bammel, dass wir da aber runterstürzen könnten. Aber erstmal geht's, oder? Hier haben wir doch was gebaut, oder? Ja. Na, warte mal, hier ist schon mal an diesem Teil was. Ist das so ein Teil? Ja, so einen brauchen wir. Forschungsproben nehmen wir auch mit. Trecker aufsteigen und... Ist dahinter noch was? Nee, ne, oder? Warte mal, nochmal absteigen und schauen wir gerade mal hier rein. An diesem kaputten Fahrzeug ist aber wohl nichts zu holen. Ist alles Schrott. Gut, das heißt jetzt hier wieder rein. Aber wenn wir hier im Dingens fahren, ne?
dann macht es vielleicht nicht so sehr Sinn, dass wir hier keinen Generator bei haben, ne? Oben auf der Dingens, sag ich mal, ist alles okay, ne? Aber hier macht das nicht so viel Sinn, weil unsere Batterie könnte leer gehen. Und dann haben wir ein Problem. Okay, kommen wir hier weiter oder nicht? Ja, hier haben wir wohl schon noch was angearbeitet. Aber da geht es nicht weiter dann. Und jetzt haben wir ein Problem. Ich glaube, jetzt müssen wir mal runter. Jetzt müssen wir doch mal gucken, dass wir hier was anarbeiten, damit wir da wieder hochkommen, ne? Also da unten ist vieles, was wir brauchen wahrscheinlich. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier die Schräge hinkriegen, oder? Okay, er ist da wieder rausgekommen. Und der kommt auch hier hoch. Stopp, ich sehe gerade schon. Wenn ich da runter gehe, bleibt er stehen. Ne? Da ist nämlich eine ganz große Forschungsprobe. Die haben wir letztes Mal schon liegen lassen. Ne? Kriege ich die jetzt hier nicht drauf? Wahrscheinlich nicht, weil das. Ja, das ist aber doof, ne? Da sind doch Vierer, ne? Kann ich die jetzt nicht. Ja, siehst du, jetzt hat er das gemacht. Ja, toll. Ja, ich kann sie nicht mitnehmen, weil. Ja. Wir können das aber mal gerade hier liegen lassen. Schauen zu, dass wir noch fünf Dinger kriegen. Ach, da unten ist noch einer. Komm, dann machen wir das doch einfach so. Lassen den auch hier. Nehmen die zweite große Forschungsprobe noch mit und fahren damit gerade raus. Und dann müssen wir noch mal uns Gedanken drüber machen, dass wir, ne, vielleicht den Generator dann noch hier dran machen. Das macht dann wohl Sinn. Hier müssen wir über diesen Huppellauf fahren, damit wir rauskommen. Genau so ist es. Gut, nicht verkehrt, jetzt diese großen Forschungsproben mitzunehmen. Da können wir ordentlich Punkte generieren, ne? Da ist unsere Basis. Bringen wir die beiden dahin und fahren dann wieder runter. Nehmen aber den Generator wohlgemerkt mit. Also sagte mir jetzt schon wieder, ich habe keinen Strom. So, jetzt ist hier Kohlenstoff ranzumachen, damit das wieder läuft. So, das heißt, den packen wir hier hin und den packen wir auch hier hin. Wobei ist der Kohlenstoff hingeflogen? Da, den nehmen wir mal hier hin. So, und dann wieder einsteigen. Kurz gucken. Ich glaube, der ist auf der anderen Seite der Generator, oder? War nicht hier oben, ne, oder? Ne. Aber hier müssen wir aufpassen, dass wir da nicht ins Loch reinfahren. Das ist ein bisschen groß. Können aber hier gerade rumfahren. Und jetzt nochmal gerade gucken, wo der Generator ist. Da. Einmal absteigen. Generator mitnehmen. Passt. Aufsteigen und wieder zurück. Ja, aber ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.